Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Herz- und Seelentarot. Ich fange auch direkt an, eine kurze Botschaft hier fallen zu lassen. Und dann schaue ich mal, welche Karten sich hier heute zeigen möchten, wie die Kollektivenergie ist. Und je nachdem werde ich auch ein bestimmtes Thema heute kurz und knapp, zumindest kurz und knapp, ja. Das geht alles noch ausführlicher, man kann sich noch mehr damit beschäftigen mit den Themen. Aber ich möchte es kurz und knapp erklären. Wenn ihr da gerne natürlich noch ein paar Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne in den Kommentaren oder direkt per Mail bei mir. Alle wichtigen Infos findest du in der Videobeschreibung. Und ich fange jetzt erstmal an zu mischen. Ja, was haben wir denn hier? Okay, an der Unterseite den Berg. Das bekomme ich natürlich erstmal mit als wichtiges Thema. Ja, ich weiß, wo es hingeht, welches Thema ich heute zuerst erklären darf. Ich habe hier einen Impuls. Ich möchte hier ein paar Themen erst einmal ansprechen. Und was nehme ich hier mit? Hier nehme ich Chaos mit, hier nehme ich Abhängigkeiten mit. Hier nehme ich natürlich auch eine Verwicklung mit, was auch hier eine Blockade ist. Etwas, was irgendwie nicht vorwärts geht, weil diese Blockade so wirklich fest ist. Aber du darfst hier wissen, die Möglichkeit, dass es vorwärts geht, ist da. Ja, und welches Thema kann ich hiermit nun am besten beschreiben? Ich würde sagen, das Thema Co-Abhängigkeiten und Verwicklungen, Verstrickungen. Ja, was ist eine Abhängigkeit erstmal? Klar, vom Begriff her sieht man, irgendetwas ist da. Es ist ähnlich wie eine Bedürftigkeit, aber es handelt sich vor allem hier jetzt erstmal um einen Menschen, der auf irgendeine Weise abhängig ist. Was heißt abhängig sein? Wie zum Beispiel eine Sucht. Ich glaube, euch kommen tatsächlich schon ein paar Ideen, wenn ich das Wort Sucht sage. Aber dieses Wort kann man wirklich groß fächern. Es gibt auch sowas wie zum Beispiel Sucht nach Spielen, Sucht nach einem Menschen, nach Alkohol, nach Getränken, nach Geld oder aber auch nach Kartenlegen. Also auch da gibt es eine gewisse Art von Sucht, dass man immer wieder wissen will, was ist jetzt los, was ist jetzt da genau aktuell gerade los. Aber da gibt es natürlich auch die Besonderheit, Co-Abhängigkeit mit einem Herzmenschen. Wenn man in einer Co-Abhängigkeit ist, gibt man sich quasi selber auf. Was bedeutet, man macht alles für den anderen, aber letztendlich verwickelt man sich in sich selber. Man kommt so ins Strudeln. Hiermit nehme ich natürlich auch so eine Abwärtsspirale mit. Man ist nicht mehr man selber, sondern hat letztendlich dann eine große Herausforderung, sich aus dieser Blockade, sich aus diesem Kreislauf zu herauszuwinden, kann ich tatsächlich hier auch mit der Schlange sagen. Da darf Heilung passieren. Es kann sein, dass der ein oder andere die eigene Identität aufgibt. Man möchte dem anderen alles recht machen und natürlich ihm gefallen, damit er einen zurücknimmt. Aber umso eher kommt auf diesem Weg eine Blockade rein. Wenn du nur Ja und Amen zu dem Herzmensch oder aber auch im Beruf, das kann natürlich auch für den Beruf sein. Wenn man da nur Ja sagt, dann liebt man sich nicht selber. Man sollte Grenzen setzen. Eine Co-Abhängigkeit ist oft verbunden mit einer Verlustangst und auch die Angst, nicht mehr aus diesem Labyrinth herauszukommen. Aber das ist alles unterbewusst. Wenn es bewusst wird, dann kann es nach und nach aufgelöst werden. Also sprich, Bedürftigkeit kann man eigentlich auch damit ganz gut beschreiben. Um aus dieser Bedürftigkeit und aus dieser Co-Abhängigkeit herauszukommen, sollte man sich seine Situation anschauen. Bin ich irgendwo abhängig? Habe ich Angst davor, jemanden zu verlieren? Will ich unbedingt etwas jetzt erreichen, ohne Geduld zu haben? Geduld und Vertrauen ist das A und O. Wenn du in einer Bedürftigkeit bzw. Co-Abhängigkeit bist, zum Beispiel zum Herzmensch, zum Partner, weil du die ganze Zeit festhältst, kannst du nicht dein eigenes Leben genießen. Du bist in dieser
Spirale. Du bist abhängig von einem Menschen. Und das bringt aber dir nicht die Liebe, die du verdienst. Du verdienst es, geliebt zu werden, so wie du bist, ohne dass du zu jedem Menschen Ja sagen musst. Hier ist es wichtig, deine Selbstaufgabe zu erkennen. Und ja, du brauchst nicht die Bestätigung von anderen. Du musst nicht in der Reihe tanzen. Du brauchst es nicht anderen Menschen recht machen, nur damit sie dich mögen. Sei du selber, sei frei wie ein Vogel, frei wie ein Storch. Fliege hinaus in diese Welt, zur Sonne hin. Fliege über diesen Berg hinüber. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, oh je, ich bin in einer Abhängigkeit, ich bin in einer Bedürftigkeit. Das ist okay. Die Erkenntnis ist auch ein wichtiger Schritt. Dann kann man gerne auch gemeinsam daran arbeiten, diese Abhängigkeit, diesen Prozess Schritt für Schritt zu lösen, in Geduld und Vertrauen. Man lernt dazu, man lernt nie aus, meine Lieben. Hier aus diesem Hin und Her möchte Heilung kommen. Hier, du wirst es schaffen, dich hier rauszuwinden. Zeig auch mal, ich nehme die Schlange jetzt als Kraft hier. Zeige auch mal deine gefährliche, giftige Seite. Das ist auch mal eine interessante Art und Weise, diese Schlange zu deuten. Heile dich selber, begebe dich selber auf diesem Heilungsweg. Gehe hier in diese beglückende Veränderung. Genau, und was wichtig ist, was ich noch sagen möchte, sage zuerst Ja zu dir selber. Wenn du hundertprozentig damit im Einklang bist, was du gerade sagst, was du gerade machst oder was du gerade tust, dann bist du auf dem richtigen Weg, aber nicht aus einer Bedürftigkeit heraus, um den anderen zu verlieren. Denn das ist eine große Herausforderung für einige, aber es gibt immer Wege. Entweder nimmt man den direkten Weg zur Spitze oder man geht in Schlangenlinien nach oben hin. Für den einen oder anderen fällt es sogar leichter, dahin zu fliegen. Also jeder auf seine Art und Weise schafft es, diesen Berg, diese Herausforderung zu bezwingen. Und ich glaube auch daran, du schaffst das auch. Ja, meine Lieben, mit dieser Botschaft wünsche ich euch alles, alles Liebe auf diesem Weg. Wenn du ein paar Fragen hast, ein paar andere Themen, die dich gerade noch beschäftigen, dann gerne ab damit in die Kommentare, meine Lieben. Und natürlich lass gerne ein Like da und auch ein Abo, wenn es dir gefällt. Alles Liebe und bis bald!